Mehr als 34 Jahre nach dem Mord an dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme haben die Ermittler nach eigenen Angaben den mutmaßlichen Täter ausgemacht. Weil der Mann mit dem Namen Stig Engström bereits vor Jahren gestorben sei, könne keine Anklage mehr gegen ihn erhoben werden, gab der mit den Ermittlungen betraute Staatsanwalt Krista Pettersson am Mittwoch bekannt. Die Palme-Ermittlungen werden deshalb eingestellt. Ich bin der Ansicht, dass wir so weit gekommen sind, wie man es von der Untersuchung verlangen kann, sagte Pettersson. Weil Engström tot sei, seien eine Anklage oder ein Verhör des Mannes unmöglich. Der Fall gilt als Schwedens größter Kriminalfall des vergangenen Jahrhunderts. Auch international war das Interesse enorm. Der Sohn Palmes zeigte Verständnis für die Einstellung der Ermittlungen. Zugleich stellte sich Martin Palme im schwedischen Radio hinter die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft. Ich glaube auch, dass Engström der Schuldige ist. Aber leider gibt es keinen richtig abschließenden Beweis, damit man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass er es gewesen ist, sagte Palme. Olof Palme war am Abend des 28. Februar 1986 um kurz vor Mitternacht gemeinsam mit seiner Frau auf dem Rückweg aus einem Stockholmer Kino gewesen, als ihn ein Mann auf offener Straße von hinten erschossen hatte. Der Sozialdemokrat war zu diesem Zeitpunkt seit knapp 3,5 Jahren wieder Ministerpräsident gewesen, nachdem er dieses Amt bereits von 1969 bis 1976 innegehabt hatte. Palmes Frau Lisbeth erlitt einen Streifschuss. Sie überlebte die Tat leicht verletzt, die Ermittlungen in dem Mordfall waren zunächst nur schleppend in Gang gekommen. Die immer wieder wechselnden Ermittler hatten im Laufe der Jahre unzählige Spuren und Hinweise verfolgt, die zu einzelnen Tatverdächtigen geführt hatten, unter anderem aber auch zur kurdischen PKK und zum südafrikanischen Geheimdienst.